Vielleicht darf ich noch ergänzen, dass sowohl Frau Krieger als auch Frau Stahm die Übersetzung für die polnische Seite durchführen werden. Sie waren auch vorbereitet. Insofern nochmal ganz herzlichen Dank an die beiden Kollegen und ich hoffe, dass wir dann auch jetzt beim Kommunikationskurs in die Tagesordnung gehen können. Ich darf zum Zeichen feststellen, dass wir sowohl auf polnischer als auch auf deutscher Seite beschlussfähig sind. Das ist sehr notwendig, weil wir heute auch eine Beschlussvorlage haben. Und ich gehe davon aus, dass Ihnen die Tagesordnung zugesendet wurde. Und wir im ersten Punkt auch zur Abstimmung über die Tagesordnung kommen. Ich darf vielleicht nochmal ergänzen, dass wir eine Information bekommen zum Fahrprogramm. Eine weitere Information im Tagesordnungspunkt 4 zum Interreg 2 Programm. Im Tagesordnungspunkt 5 der Bericht der Arbeitsgruppe Projektmanagement. Und in Punkt 6 die Erläuterung zum operationellen grenzüberschreitenden Programm mit der anschließenden Beschlussvorlage. Und wir haben unter Tagesordnungspunkt den Sonstiges, wenn es also noch zusätzliche Informationen oder Ergänzungen geben sollte, so wäre das an dieser Stelle möglich. Gibt es zu dieser Tagesordnung, die Sie eben vorlegen, noch Ergänzungen und Hinweise? Gut, Herr Warnow, nehmen wir auf, wenn der Kollege aus Warschau dann eintritt, werden wir diesen Tagesordnungspunkt mit einfügen. Gibt es weitere Ergänzungen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann würde ich diese Tagesordnung zur Abstimmung stellen. Wer sich mit dieser Tagesordnung einverstanden hat, der nehme ich in das Ganze. Ganz herzlichen Dank. Gibt es Gegenstimmen oder Stimmenthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit hätten wir auch den zweiten Tagesordnungspunkt abgeschlossen. Bevor ich zum dritten Tagesordnungspunkt überleite, würde ich noch nachfragen auf meinen Kollegen Korobola, der Präsident der Ordnung, noch einige Worte an Sie richten. Ja, nie wiem, z czego tutaj pan Burmistrz powitał w tej imieniu prezydium. Ja chciałbym przyłączyć do powitania pana burmistrza Pola i ponieważ jest spotkanie dzisiaj, się odbywa posiedzenie Rady w Frankfurcie, zgodnie z zwyczajem, który przyjęliśmy, prowadzenie wprowadzi z pana niemieckiego, czy pan burmistrz jako członek prezydium regionu. Chciałbym tutaj życzyć mu sprawnego prowadzenia i powodzenia dzisiejszych. Ganz herzlichen Dank. Damit können wir dann in die Tagesordnung eintreten und würden zum Tagesordnungspunkt 4 kommen. Wir hatten uns ja eben darauf verständigt, dass der Kollege aus Warschau noch nicht da ist. Und ich würde jetzt Herrn Jung bitten, uns einige Informationen zu geben zum Interreg 2 Programm der Europäischen Union. Dankeschön. Recht herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich bedanken für die Einladung zu dem heutigen Sitzung der Pracuję w Kancelarii Państwowej w Radzie odpowiedzialny jestem za koordynację działań planu Brandenburg z Unią Europejską i w ramach tej pracy Landesregierung darauf verständigt, dass die Staatskanzlei vor allem natürlich auch vor dem Bezug des Hintergrund, dass hier im Interreg-Programm ein ganz starker Bezug, eine ganz starke Verzahnung in der Zusammenarbeit mit unseren polnischen Nachbarn ist.
naszym polskim sąsiadem zostały nawiązane. Auf deutscher Seite des Ausschusses für grenznahe Fragen der elektronischen Regierungskommission ist diese Arbeit an Interregionalität zusammen. Mache ich zusammen mit meinem Kollegen Freistetten, der für bei uns für die Beziehung zu mein Vortrag steht heute unter etwas schwierigen Vorzeichen, wenn ich das vielleicht mal so sagen darf. Nicht nur, dass der Vertreter der polnischen Zentralregierung noch nicht da ist und dort seine Ausführung zum Fahrprogramm noch nicht machen konnte, wo es ja neue Überlegungen auf der Europäischen Kommission gibt, znajdujące się przy granicy z Polską i z Czeską Republiką
1994 aufgenommen werden können, mogły zostać przyjęte, Es war bereits Ende 92, Anfang 93 klar. Jasne stało się to pod koniec roku 1992 i na początku 1993. Wir haben der Europäischen Kommission angeboten gehabt, zaproponowaliśmy Komisji Europejskiej, dass wir die Mittel, die środki für Interreg vorgesehen sind, auch Einsatz finden können, mogą mieć zastosowanie auf der polnischen und tschechischen Seite der Grenze. Po polskiej i po czeskiej stronie granic. Dieses geht nach den Haushaltsgrundsätzen der Europäischen Kommission nicht. Nie jest to możliwe według kierunków budżetu Unii Europejskiej. Dlatego hat die Kommission ja den bekannten Vorschlag gemacht, zrobiła znany Państwu im Rahmen des programu FAR eine eigene Haushaltslinie, nową własną linię budżetową urządzić. Und wir jetzt, wenn ich vielleicht nur noch mal zu dem Teil jetzt kommen kann, was ich so mal Interreg-Ruhr hier nennen möchte. Das ist eine möglichst breite Kompatibilität in den Fördermöglichkeiten. Oder Förderpalette. Żeby urządzić możliwie szeroką paletę wspierania i też w postępowaniu wnioskowym po obu stronach granicy powinna istnieć. Können sagen, dass wenn sich die Förderpalette des Interreg-Programmes ansehen. I można powiedzieć, że jeżeli Państwo sobie obejrzycie paletę programu Interreg, wenn Sie feststellen, będziecie Państwo mogli stwierdzić, dass hier że von der Infrastruktur ze strony infrastruktury über Fremdenverkehr, jeżeli chodzi o ruch turystyczny, Landwirtschaft, rolnictwo, Umweltschutz, ochrony środowiska, Kommunikationssysteme, system komunikacji, Schulbereich, szkoły wyższe, szkolnictwo, kultura, Gesundheitswesen, służba zdrowia, und auch Fragen der Zusammenarbeit der problemy współpracy, Verwaltung und Polizei, administracji i policji. Alles förderfähig ist. Jest możliwym do wspierania. Czyli wszystkie te zakresy mogą korzystać z funduszu Unii Europejskiej. To dotyczy również tej nowej linii budżetowej. In den Antragsverfahren w postępowaniu wnioskowym bis zum jetzigen Stand noch gewisse istnieją jeszcze do dzisiejszego dnia określone różnice. Im Rahmen des Interreg-Programmes w ramach programu Interreg ist es notwendig, ein operationelles Programm zu erarbeiten. Opracowanie operacyjnego programu. Die Euroregion hat durch die Erstellung des Entwicklungs- und Handelskonzeptes bereits in 93 już poprzez opracowanie koncepcji rozwoju w roku 93 meines Erachtens wichtige Vorarbeiten dafür geleistet. Już ważne prace wstępne dokonała. Auf dieser Basis na tej bazie mogło się rozpocząć opracowywanie operacyjnego programu. Dieses
ist dann in die, wie soll man so nennen, heiße Phase getreten. I to weszło potem w tak zwaną gorącą fazę. Mit der endgültigen Veröffentlichung. Ostatecznym opublikowaniem. Des Textes des Interreg-Programms im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften am 1. Juni dieses Jahres. Dieses operationelle Programm muss nicht die einzelnen Projekte enthalten, die in dem Zeitraum 1994 bis 1999 damit gefördert werden sollen. Es muss allgemeine Beschreibung der Region enthalten, der Zielsetzungen oder anders gesagt der Entwicklungsstrategie und der Maßnahmen, die dazu ergriffen werden sollen. Wichtig ist es, hier mit der Europäischen Kommission deutlich zu machen, dać wyraźnie do zrozumienia Komisji Europejskiej, was sie letztlich damit erreichen wollen. Co chcą ostatecznie w ten sposób osiągnąć. Und sicherzustellen, dass von den Hintergrund wie sie ihre Maßnahmen, Maßnahmenbereiche, würde ich es mal nennen, zuschneiden. Jak Państwo zakresy działania planują, ażeby zabezpieczyć je? Dass es, dass sie die gesamte Förderpalette, die das Internetprogramm zur Verfügung stellt, wspierających środków, które daje Unia Europejska do dyspozycji, ausnutzen können. Mogłyby być wykorzystane. Damit sie hier abyście Państwo tutaj w Radzie Euroregionu 1997 Der mir bekannte Entwurf, der Euroregion, glaube ich, bietet hierfür gute Voraussetzungen. In der Diskussion mit Bundesregierung und auch Europäischen Kommission dieses Ziel zu erreichen. Lassen Sie mich noch etwas zum Thema die Europäische Kommission hatte ursprünglich vor, das Interreg-Programm mit 3,5 bis 4 Milliarden EQ im Zeitraum 1994 bis 1999 auszustatten. Durch unterschiedliches politisches Lobby, wo andere erfolgreicher waren als wir, sind jetzt leider nur 2,4 Milliarden EQ. Niestety 2,5 Milliarden EQ. Hierfür zur Verfügung gestellt wurde. Manch einen in Ihrem Kreis wird es nicht ganz so schmerzen. Niektórych z Państwa tutaj w tym kręgu na pewno nie będzie to tak bardzo bolało. Weil
damit andere Schwerpunkte mit mehr Geld gesagt werden, die für das Land Brandenburg offen bedeuten. Zum Beispiel werden wir viel Geld in Stahlindustrie Konversion ist problematisch. Problem ist Konversie. Aber auch für kleine Betriebe oder Maue. Von daher ist es sicherlich so, dass das Land Brandenburg bei den Verschiebungen in der Summe nichts verloren hat. Wohl aber ist es so, dass auf der Basis der nun vorhandenen 2,4 Milliarden EQ die Verteilung für die Grenzregionen vorgenommen wurde. Na Basis tych 2,5 Milliarden EQ też zostało podjęty podział dla regionu nadgranicznego. Dafür sind von diesem Betrag sind rund 150 Millionen EQ für die deutsch-polnische Grenze, vorgesehen. Die von diesem Betrag von 150 Millionen wird Brandenburg mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, so muss ich sagen, 103,4 Millionen EQ erhalten. 3,5 Millionen EQ. Es hat eine Verabredung gegeben, die diesen Betrag zugrunde lag, der im Wesentlichen Vorsatz pro Einwohner im Grenzland dort ein einheitlicher Betrag zur Verfügung gestellt. Durch unsere auf Brandenburger Seite erfolgreich abgeschlossene Kreisgebietsreform zakończoną z powodzeniem reformy powiatów po naszej stronie auch von denjenigen, die an das war vielleicht auch ein nicht allzu verständlicher Gag, ich probiere es aber trotzdem. Nein, durch die Kreisgebietsreform auf Brandenburger Seite. Poprzez reformy powiatów po stronie Brandenburgii ist es eben so, dass wir in der Euroregion auch von den Einwohnern profitieren, die an der Grenze zu Berlin Oppelgaben oder Vorgaben haben. Tutaj korzystacie też granicząc z Berlinem. Ich glaube, es hat auch einen weiteren Vorteil. Myślę, że ma to też i jeszcze dalszą korzyść. Wenn Sie sich angucken, diese Karten Ihrer Euroregion, das ist ein bisschen auf das Beispiel, wie große Gebiete auf beiden Seiten sind. To też i przyczyni się do korzyści po obydwu stronach. Ja, das ist dieses Geld. Von diesem Geld, den Betrag, den Sie davon bekommen, was, glaube ich, wichtig ist, dass, wenn Sie sich diesen Gesamtbetrag, diese 150 Millionen EQ für die Jahre 94 bis 99 ansehen. Jeżeli Państwo sobie potraktujecie tę kwotę 150 miliardów na wychodzę z założenia, że dopiero w 95 roku będziemy mogli ruszyć budżetem aż 30 milionów EQ po niemieckiej stronie na rok. Zur Verfügung stehen. Będą do dyspozycji po niemieckiej stronie na jeden rok. Lassen Sie mich jetzt etwas
sehr traurig, weil wir sagen, dass der polnische Kollege noch nicht da ist, eine A-Position noch machen zu geben. Was ich meinen wollte, als Idee der Europäischen Kommission, von dem Interreg-Programm und der neuen Haushaltslinie. Auch eine der, also der Grundideen ist möglichst weitestgehende Kompatibilität der Verfahren auf beiden Seiten zu erreichen. Das heißt, auch von der polnischen Seite wird erwartet, dass bis zum 31. Oktober ein operationelles Programm vorliegt. Opracowany i przedłożony został operacyjny program. Oczekuje się tego od polskiej strony. Für das, was Sie in dem Zeitraum von 1995 bis 1999 in der Grenzregion zu Deutschland machen möchten. Z Niemcami i chcielibyście Państwo zrobić. Es wird Erwartungen gestellt, dass man sich auch über die Schwerpunkte das Geld ausgegeben werden soll. So wie Sie es in dem Entwurf des operationellen Programms, der Ihnen vorliegt, ja in den Finanztabellen analog analogicznie do tego, taką tabelę finansową opracowali, widząc też, czy wyłaniając te punkty ciężkości. Jak polska strona będzie tutaj postępowała, czy podobnie jak my, to po niemieckiej stronie, Euro-Region diese Vorschläge vorlegen wird. Oder für die gesamte Grenzregion dessen rechtlicher Charakter wahrscheinlich auf der Basis eines Notaustauschs auf diplomatischer Ebene wahrscheinlich liegt. Polega na wymianie not rządowych. Abgeschlossen werden soll. Powinien takie porozumienie zostać zawarte, ażeby te najważniejsze punkty festzuhalten. Also Frage, welche Entwicklungsprioritäten gibt es? Jakie priorytety rozwoju? Welche Art von Maßnahmen? Jakie rodzaje przedsięwzięć mają zostać podjęte? Wszystko to powinno w tym porozumieniu być zawarte i podpisane. Das ist der Teil des Antragsverfahrens. Jest to część, która dotyczy wniosku. Die Überlegung der Europäischen Kommission und Przemyślenia Komisji Europejskiej. Überlegung der Europäischen Kommission. O przemyślenia Europejskiej Komisji chciałbym to jeszcze raz podkreślić. Die auf Basis eines Gespräches stattgefunden hat, wo die Vertreter przedstawicieli krajów Europy Wschodniej i Środkowej.
enthält auch Überlegungen dazu, wie die Vergabe der Mittel während dieses Zeitraums durch die Kommission und auch durch die zentrale Regierung begleitet wird. Unter Vorsitz der Vertreter der beiden Zentralregierungen, unter Beteiligung der Europäischen Kommission, der Euroregion, nochmal? Ja, bitte. Hier
würde die zur Verfügung stehen und die man natürlich durch entsprechende Projekte initiieren muss, natürlich mit einer harten Zeit auch einräumen. Wenn starke und gute Projekte sehr schnell vorbereitet, wenn die entsprechende Bearbeitungsstelle kommt, ist natürlich hier auch die Chance des Umsetzens größer. Und insofern sind wir auch, glaube ich, in einer guten Situation, dass wir heute auch dazu kommen, dieses operationelle Programm zu verabschieden. Aber ich mache nochmal ein Angebot, wenn es noch Nachfragen geben sollte, so können wir das jetzt an dieser Stelle tun. Vielleicht sind noch einige Ergänzungen, die jak do tej pory dopracowaliśmy się wspólnie na propozycji tegoż programu. Projekty, które zostały zakwalifikowane do propozycji współpracy, uznaliśmy za pierwsze, które będą realizowane. Transgraniczny program, o którym wspominałem, jest już obydwu wersjach, to znaczy wersji niemieckiej i wersji polskiej. Co prawda trwało to dość krótko, ponieważ czas nas nabił. Uważam, że w takiej wersji, jaką w tej chwili już mamy, transgraniczny program operacyjny powinien wejść już do przedstawienia władzom i już na tym programie powinniśmy zacząć pracować. Być może nie jest to taki idealny program, jakiego powinniśmy się dopracować. Niemniej jednak usuwając po drodze wszelkie przeszkody, powinniśmy pracować. Na tym to tyle. Dziękuję. Że mi dotyczy systematyczną pracę i zawsze na naszym. I proszę Państwa, mają to w planie z pracy zielonych grup kierowanych na Zuordnung, ja auch, aber zu dem Strukturfonds.
do funduszu strukturalnych na rolę regionalnych, na rolnictwo, oraz na fundusz strukturalny. Troszeczkę tutaj inaczej podzieliliśmy zadanie. Artenstandort, Artenprojekt, Feldern, Stärken des Wirtschaftspotenzials, der Verringerung der Arbeitslosigkeit. Und hier untersetzt den Reform, bezüglich Wirtschaft, Infrastruktur, Kommunikation und kommunale und regionale Entwicklung. Zuständig für den Landwirtschaftsfonds, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Katastrophenschutz. Im gesamten Bereich der gleichen Aufgaben, Erhöhung der regionalen Identität, Förderung und nachbarschaftliche Beziehungen des europäischen Landes, sowohl die Aufgaben, die beschäftigungswirksame Maßnahmen, Qualifizierung, Bildung, Jugend, Gesundheit, Kultur und Sport. To tutaj uczyniliśmy również zagadnienia związane z młodzieżą, kulturą i sportem. Ebenso ist der Bereich der ländlichen Bildung in unserem Programm sehr umfänglich gedacht worden. On został bardzo przebiegł. Hierzu muss gesagt werden, dass hierzu noch Verhandlungen mit der Person und unter Unterstützung der Staatskanzlei durchgeführt werden müssen. Nicht akzeptabel ist durch die Kommission, müssen die Aufgaben, die hier formuliert sind, dann auch an den Handlungsfeldern technische Hilfe formuliert sind, teilweise in andere Handlungsfelder genommen werden, so zum Beispiel das Feld für Standardinformationssystem zur Wirtschaft und selbst die Arbeit der Büros in den ESF-Bereich. Wir könnten natürlich jetzt im Einzelnen nochmal die einzelnen Felder die Arbeit mit LD und ESF im Detail erläutern. Die Unterlagen haben Sie ja sicherlich alle studiert. Ich würde sagen, wenn es um viele Anfragen geht, können wir uns dann zu einzelnen Anfragen stellen. Ansonsten glaube ich, dass wir in diesem Programm wirklich erstmalig, vielleicht sogar einmalig, Voraussetzungen geschaffen haben, dass parallel zur Beantragung zu Interreg auch unsere polnischen Kollegen mit dem gleichen Programm ihrer Beantragung bezüglich der Fahrhaushaltslinie gegenüber ihrer Beantragung in Warschau durchsetzen bzw. koordinieren. Wir haben auf der vorletzten Arbeitsgruppe Projektmanagement auch die Zahlen, die die polnische Seite der Arbeit vorgelegt bekommen und beschlossen, diese Zahlen als Anlage in das operationelle Programm für Interreg und unsere Tabelle als Anlage des operationellen Programms für die Haushaltsplanung dazu zu geben. Nein, es ist die polnische, es ist in Deutschland. Also, wir haben jetzt hier in Deutsch, die deutsche Tabelle für die polnischen Polnische. Vielen Dank, gibt es Gegenstimmen? Wstrzymujące się. Das ist nicht der Fall. Tak mnie zinterpretować jako nieprzyjemność, jeżeli ja opowiem taką krótką historię, ale Państwo za chwilę zobaczycie, że to jednak ma ze sobą związek. Państwo z ogólnego pokierania struktury z całej Niemiec Wschodnich. Rund 27,5 Mark. 27,5 Milliarden Mark. Für den Zeitraum 1994 bis 1999 bekommen. Die Verhandlungen zwischen der Kommission und der Bundesregierung und den Ländern über dieses nachher sogenannte gemeinschaftliche Förderkonzept, das die Basis für die operationellen Programme bietet. Koncepcji wspierania, tak zwanej.
szefów rządów krajów wschodnich, prezydenta komisji Delwo. I zostać doprowadzone do końca z pozytywnym wynikiem. I co w ten sposób chciałbym powiedzieć, to jest następujące, że nie zawsze jest łatwym do porozumienia z komisją. Und jetzt die A teraz Antwort auf Ihre Frage. Diese gleichen Verfahren wie für die allgemeine Strukturförderung gelten die auch für diese Gemeinschaftsinitiative. Ogólnego postępowania, jeżeli chodzi o środki wspierające, również i tutaj są obowiązującymi. Wir haben zwar statt auf zwei nur auf ein Dokument zu einigen, aber auch das mamy co prawda dojść do porozumienia na temat jednego dokumentu, nie dwóch albo więcej, ale to też nie zawsze jest proste. Und das Verfahren, um etwas zu verhindern, ist folgendes. Coś takiego, czemuś takiemu zapobiec, jest następujące. Dass man że versucht, próbuje się sehr kleinen Kreis mit den zuständigen Bearbeitern in der Kommission w ramach komisji, które ten projekt zostaną opracowane, ażeby one się zorientowały, o co tutaj właściwie Państwo w tym projekcie chodzi. Może to nastąpić natychmiast od dzisiejszego dnia, już dzisiejszym dniem. A potem te życzenia zmian należy wynegocjować i jeżeli taka zajdzie potrzeba, też i włączyć do tego projektu. Jedno, was Sie wissen müssen, co musicie wiedzieć, etwas, pozwólcie mi Państwo salopy schreiben. To tak troszeczkę luźno opisać. In den Verhandlungen kann nicht passieren, dass Projekt, was Sie fördern wollen, który Państwo chcecie, na który chcecie uzyskać środki finansowe, że nie może być takie same spektrum przedsięwzięć i pełne wykorzystanie wszystkiego, co możliwym jest w ramach Interreg II, na pewno nie będzie z tym żadnych problemów. Ich sage jetzt, jetzt kommt das, was ich etwas salopp sagen wollte. Hier verhandelt sich um Veränderungen der Sozialbelletristik. Trochę luźno powiedzieć, dużo zmienia się, jeżeli chodzi o beletrystykę, tak zwaną beletrystykę, czy beletrystykę socjalną. Mówią redakcyjne zmiany, ale w substancji możliwości uzyskania środków wspierających nic się nie zmieni. Wo es möglicherweise możliwym jest, że mogą nastąpić zmiany, etwas mehr Verwaltungsaufwand für uns als Land bedeutet, aber nicht für Sie. Znaczy dla nas jako rządu krajowego troszeczkę więcej zaangażowania ze strony administracji, ale nie dla Państwa. Ist das, wenn jest die Kommission, że jeżeli komisja wie bei den Verhandlungen zur allgemeinen Strukturförderung, wo es bei Brandenburg um 700 Millionen Mark in diesem Jahr geht, darauf besteht, dass bei Ihrem Programm, das ja deutlich kleiner ist, eine ähnlich differenzierte Finanztabelle zu haben. Który zawiera wyraźnie zróżnicowaną tabelę finansowania. Aber nochmal. Ale jeszcze raz. Für Ihre Entscheidung hier zu Projekten jeżeli chodzi, wird sich,
o państwa decyzję, jeżeli chodzi o państwa decyzję odnośnie projektu, nic się nie zmieni. Zusätzlicher Verwaltungsaufwand wird im Zweifelsfall auf uns zukommen. Dodatkowe prace będziemy my musieli poczynić jako rząd krajowy. Und wir werden, und das ist jetzt nochmal sozusagen Zusammenfassung der Antwort, keine Schwierigkeiten haben, diesen Prozess in der Zusammenarbeit sich so fortsetzt, wie sie begonnen hat, zwischen den operationelle Programm ist das Ende Oktober, das ist das Enddatum. Operacyjny program aż do końca października na pewno będziemy mogli ten program już przekazać. Dziękuję. Panie Panie, to co Pan tutaj przekazał, jeżeli chodzi o komisję, to dotyczy rządu krajowego i federalnego, że tutaj z tej strony nie będzie żadnych wtrąceń do operacyjnego programu. A druga sprawa, myślę, że powinniśmy tutaj przy stole, jeżeli już siedzimy, przedyskutować o zarządzaniu nad środkami, które otrzymamy. Czy to rząd krajowy będzie zarządzał, czy też Euroregion będzie mógł sam zarządzać tymi środkami? I trzecie pytanie, jak dalece można wychodzić z takiego założenia, że nie tylko, że nie cały operacyjny program otrzyma zatwierdzenie, a poszczególne projekty. Bo to jest też i w zasadzie decydujące pytanie. Pierwsze pytanie. Wir sehen uns da vor dem Hintergrund unserer doch guten Kontakte zur Bundesregierung in dem Bereich. Naszych dobrych kontaktów z rządem federalnym i z Komisją Europejską. Widzimy, że nasza funkcja jest taka jak gdyby moderatora. Genauso wie, tak wie samo Sie wollen wir, dass dieses chcemy, operacyjne program szybko został zatwierdzony, żebyśmy też mogli możliwie szybko otrzymać pieniądze tutaj w regionie. Und ich bin nicht jemand, der nie jestem kimś, bei Fragen redaktioneller Änderungen który przy redakcyjnych zmianach chciałby za dużo krwi stracić. Deswegen denke ich, dass man hier myślę, etwas sicherlich sich flexibel zeigen kann und wertvoll ist, oder wir elastycznych gegenseitig verständlich machen sehen wir uns. Można będzie we wzajemnym porozumieniu to zrobić. A co dotyczy wymagań komisji? Drugi punkt. Administrowanie środkami i to, co w trzecim pytaniu wyniknęło pojedyncze poszczególne projekty. Der Bundesminister der Minister Federalny Finansów, dr Weigel, sagt, mówi, dass anders als bei den Binnengrenzen der Europäischen Union, wo es jetzt im Rahmen des Interreg-Programms in Praxis war, dass die Mittel für beide Seiten durch die Euroregion verwaltet wurden. Były administrowane przez Euroregion. Eher für die Außengrenzen der Gemeinschaft nicht genehmigt. A dla granic zewnętrznych taka sprawa nie będzie, nie otrzyma się zezwolenia na taką rzecz. Wir werden dagegen sicherlich będziemy przeciwko temu na pewno normal występować jeszcze raz.
Ich will so viel sagen und das scheint mir, glaube ich, der wichtige Punkt zu sein. Es ist unstrittig innerhalb der Landesregierung, bezprzecznym jest w ramach rządu krajowego, że państwo tutaj te projekty opracowujecie, proponujecie i wyznaczacie punkty ciężkości. A my według tego chcemy się kierować. Musimy gegenüber Europäischen Rechnungshof und der Zeichen für die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel. Musimy zgodnie z porządkiem, odpowiadać za zgodne z przepisami przeznaczenie środków. My, jako rząd krajowy. Und wir müssen natürlich verschiedene Hintergrund lassen, entsprechend der Haushaltsregelungen, die dort vorgesehen sind, auch prüfen. Uregulowaniami budżetowymi to kontrolować. Dieses wird sicherlich na pewno Ihnen hier vorher auch geprüft werden. U Państwa tutaj też przedtem kontrolowany. Und von daher denke ich mal, dass nur solche Projekte auch von Ihnen vorgeschlagen werden, die diese Kriterien erfüllen. Dann denke ich mal auch, dass es keine Probleme zwischen Euroregion und Landesregion gibt in der Verausgabung der für diese vorgesehenen Mittel. Sie haben ein Projekt. Bitte, Moment, nicht so schnell, wenn ich bitte darf. Państwo macie Projekt. Wir haben ein Projekt, was hier in Frankfurt oder durchgeführt wird. Tutaj w Frankfurcie będzie realizowany. Wo Sie gdzie Państwo Mittel der Stadt zur Verfügung haben. Miasta macie do dyspozycji. Wo Sie gdzie, ein Landesministerium finden, gdzie znajdziecie Państwo Ministerstwo Krajowe, które też jest gotowe dać do dyspozycji odpowiednie środki, czy pewne środki. Und Sie wollen 75% a Państwo chcielibyście 75% ogólnych środków aus dem Interreg-programmu otrzymać z programu Interreg. Wtedy ten odpowiedzialny za projekt von Ihnen einen Zuwendungsbescheid kriegen, otrzyma od Państwa informacje od kompetentnego Ministerstwa Kraju i derjenige, der auf den Strukturfondsmitteln setzt, dieses Geld i administratora funduszu, który otrzyma informacje, na ten cel zostanie przekazany fundusz, a ten człowiek ma siedzibę w Poczcie. Mam nadzieję, że zdaje mi się, że dla wielu osób jest to krajem nowy programu PAR podobnie będzie. Dass von Ihnen eine, das ist jetzt der Name des Technikus der Europäischen Union, nationale Kofinanzierung verlangt wird. Der Europäischen Kommission ist das egal, und so 25% nationaler Mittel herkommt. Dieses kann in gewissen Grenzen durch private Träger sein, bei Handelskammern, dort auch als öffentlich wahrgenommen werden, hoffe ich, dass ein Selbstverständnis dort, also ich versuche bloß die Rechtszahl der Kommission darzustellen, dort wo es Zwangsmitgliedschaften gibt.
wo Mittel der Kommunen, des Bundes, des Landes, auch der Bundesanstalt für Arbeit oder anderer parastaatlicher Organisationen, in welchem Mischungsverhältnis sie diese 25% aufbringen. W jakim stosunku procentowym te środki zostaną wprowadzone, nie interesuje to nikogo procent. Spróbuję, będziecie Państwo w stanie to załatwić jednym szkodem, to tym lepiej. Żeby nasz minister finansów będziemy się starali, że będzie miał jeszcze bardziej otwarte serce dla takich programów i finansowania takich programów. A dla dobrego pracownika, administrującego takimi środkami finansowymi jest jego zadaniem, ażeby też i z korzyścią dla takiego przedsięwzięcia myślał. In jedem Fall aber, und das will ich vielleicht auch nochmal sagen, scheint es, das ist einfach auch die Logik, die Kommission zugrunde liegt, und ich glaube, eine gute, dass man immer will, dass derjenige, der Nutzen dieser Sache ist, durch einen Eigenanteil deutlich macht, dass er nicht zu sinnvoll ist. Wykazuje, że to jest. Jeżeli otrzymałoby się, niekiedy, jeżeli otrzymuje się 100% środków wspierających, to nie zawsze to jest dobrze oceniane, wysoko oceniane. Ale to, że po prostu najpierw w ramach ogólnych Państwu przekaże i dla operacyjnego programu 25% dofinansowania krajowego. To też i, odpowiedzialność Państwa, że te pieniądze nie przepadną. Że wtedy też i znajdziemy jakąś drogę, ażeby to wszystko dobrze się zakończyło. Panie Pozytu, przyjęta uchwała, bo na razie jest elementem tej strony niemieckiej do objęcia środków z programu IKD2. Dla strony polskiej taka możliwość w tej chwili nie istnieje. Istnieje tylko możliwość uzyskania środków pomocowych ze strony Funduszu Trwale. Fundusz jest dzielony w Polsce przez rząd w Warszawie i kierowany poprzez wojewodów na poszczególne tereny kraju. Tutaj jest w chwili na sali również tutaj przez Bierzma Wojewody do Rzeczy Polskiego. Cieszę się, że nastąpiło to właśnie, że jest swojego rodzaju środki ponadowe rady. Współpraca ze strony polskiej samorządów i wojewodów powinna być jak najbliższa. To jest związane również z procedurą, nie tylko, ale również związane z procedurą kierowania środków w uchwale. I chciałbym Państwa poinformować, że w dniu 9 września brałem udział w naradzie 122 Wisła dotycząca przyjmowania do regionów. Ta rada była prowadzona przez, organizowana przez Urząd Rady Ministrów, przez ministra Skowronka. I na tej naradzie padły bardzo zasadnicze jedno stwierdzenie dotyczące stosunku rządu polskiego do regionu. To stwierdzenie brzmiało pozytywnie, że rząd polski wspiera działania regionów i podsumowanie gdyby tej takiej działalności spontanicznej regionów, szczególnie na granicy polsko-niemieckiej, było bardzo pozytywne. I możemy oczekiwać tej wsparcia ze strony rządu polskiego.
Polskiego do naszych działań po stronie polskiej w regionie Polska-Berlina? Tym bardziej, że koordynatorem współpracy polsko-niemieckiej jest wojewoda Różowski i siedziba wszystkich inicjatyw, które są związane z polsko-niemiecką, która na granicy polsko-niemieckiej siedzibą jest właśnie po ludzie po polsku. Są możliwości pozytywne dla funkcjonowania regionu Polska-Berlina i prosimy o spotkanie 9 września w Mielicach, gdyby się umocniło nasze działanie i oczekujemy generalnego wsparcia w najbliższym czasie ze strony rządowej w Warszawie. Dziękuję bardzo. Opracowanego operacyjnego programu. Czy były konkretne już konkretne wypowiedzi, jeżeli chodzi o środki, które tutaj to stwierdzenie Kanada dotyczyło bardzo ogólnych spraw, dotyczyło ogólne funkcjonowania regionów i stosunku do... Narada i stwierdzenia, które padły ze strony przedstawicieli rządu polskiego w tej naradzie dotyczyła ogólnego stosunku rządu pozytywnego do funkcjonujących tego regionu. Ogólnego tego biegu, natomiast nie liczyła szczegółów programu operacyjnego działalności tutaj naszego regionu. Jest w tej chwili nawiązany kontakt pomiędzy tutaj stroną polską i zarówno przez stronę polską i najbliższe spotkanie dotyczące strony polskiej regionu, Związków Gorzowskich i Stowarzyszenia Gmin Lubuskich Pogranicze. Mamy pracować kontakt z Departamentem Współpracy Transgranicznej w Urzędzie Rady Ministrów. I jest zobowiązanie nasze tutaj i wola z dwóch stron, zarówno ze strony przedstawicieli polskiej strony regionu, jak i ze strony Urzędu Rady Ministrów o przekazywanie sprawdzenia materiałów i w dniu dzisiejszym po przyjęciu uchwałą tego programu ten materiał będzie wysłany do Urzędu Rady Ministrów w Warszawie bezpośrednio. Mam nadzieję, że dalsze kroki na konkretnych tutaj opracowaniach będą realizowane. Jestem już bardziej szczegółowo, kiedy tylko ktoś to pytanie, w tym momencie ma dojść do szczegółów i jeśli chodzi o wsparcie rządu polskiego dla funkcjonowania regionu Polska-Berlina. Będzie miała miejsce narada ministra gospodarki federalnego na temat koordynacji programów FAR i Interreg. Ponieważ my mamy to jedyny program operacyjny, prosilibyśmy, ażeby dosłać polski tekst operacyjnego programu na tę naradę i myślę, że to jest w naszym wspólnym interesie. Oczywiście. Tym bardziej, że jeszcze taka jedna jest refleksja z tej rady do 9 września. Tutaj chciałbym podziękować wszystkim, którzy pracowali przy stworzeniu tego programu operacyjnego. Z tych informacji, które ja musiałam i wyniosłem z tych relacyjnych rady, wynika, że mimo, że jesteśmy najmłodszym regionem na granicy polsko-niemieckiej, to jednak tutaj, jeśli chodzi o współpracę i przygotowanie konkretnego materiału, jesteśmy najbardziej zaawansowani. I to jest bardzo pozytywne i chciałem tutaj podziękować wszystkim, którzy pracowali przy stworzeniu tych materiałów, do dzisiejszej się uchwałą.
es ja so verständigt seinerzeit, dass die Beratung immer geführt werden von den jeweiligen Vertretern der entsprechenden Seite. Das heißt, ich hatte heute als Vizepräsident die Leitung dieses Rates der Region, die Präsidentin der Region, und also dann die nächste Runde wieder leiten auf der polnischen Seite oder in Polen. Schwerpunkt der heutigen Beratung war die Verabschiedung des operationellen grenzüberschreitenden Programmes für die Europäische Union und bei der Welt. Wir hatten ja richtig. Das ist die richtige Beschreibung. Das wird abgekürzt OP, aber hat noch andere Bedeutung. Insofern kann man das mal zur Rüberleitung operationelles grenzüberschreitendes Programm der Euro-Union. Wir hatten ja in den vergangenen Sitzungen angefangen, entsprechende Grundlagen zu schaffen für Projekte. Grundlagen sind eigentlich das Entwicklungs- und Handlungskonzept. Das ist ja seinerzeit vorgestellt worden. Dieses operationelle Programm fußt eigentlich auf diesem Entwicklungs- und Handlungskonzept und soll die konkrete Umsetzung bestimmter Projekte auf der Grundlage des Entwicklungs- und Handlungsprojektes initiieren, mit konkreten Angaben, mit entsprechenden Übersetzungen bezüglich der finanziellen Möglichkeiten und dergleichen mehr. Und dieses operationelle Programm ist erarbeitet worden in einer Arbeitsgruppe Projektmanagement, denn das Präsidium bzw. die Mitglieder des Rates der Euro-Union können das nicht in dieser Runde machen. Und die sind eigentlich nur dazu da, dass entsprechende Beschlüsse gefasst werden. Und dieses operationelle Programm ist heute in der Runde einstimmig beschlossen worden. Es ist eine sehr gute Vorarbeit gewesen im Rahmen dieser Arbeitsgruppe Projektmanagement, wo viele Details aufgearbeitet wurden. Und insofern war ich sehr zufrieden, dass heute auch weitaus eher fertig wurden als geplant, weil wir annahmen, dass es noch große Diskussionen gibt. Aber es gab also, wie gesagt, dazu keine Kommentare, das war schon im Gegenteil, das war eine sehr einhellige Meinung dazu. Da wir hatten einen Vertreter des Landes mit hier, den Herrn Juhl von der Staatskanzlei. Der Herr Juhl hat auch nochmal eine Ausführung gemacht zum ITARI-2-Programm, zum Stand, zu den Aussichten und hat auch einige Dinge noch dargelegt zum Fahrprogramm bzw. die Korrespondenz zwischen Fahr und ITARI-2, wobei die ausführlichen Informationen zum Fahrprogramm nochmal gegeben werden von einem Vertreter der polnischen Seite, der heute nicht anwesend war. Es gab dann auch nochmal einige Hinweise dazu, wie nun weiter verfahren wird mit diesem operationellen Programm, dass jetzt weitergeleitet wird an die Landesregierung, sprich an die Staatskanzlei. Hier müssen nochmal entsprechende Aufarbeitungen vorgenommen werden, dahingehend, dass es dann bestätigt wird durch die Landesregierung. Dazu gibt es eine Kommission. Diese Kommission wird sich dann mit diesem operationellen Programm befassen. Ich gehe mal davon aus, dass es hoffentlich nur redaktionelle Änderungen geben wird. Herr Juhl hat das heute jedenfalls so mit angedeutet. Und wenn dieses Programm bestätigt ist, soll es nach Brüssel gehen. Und dann letztendlich auch die Mittel zur Verfügung zu bekommen, die insgesamt vorgesehen sind für das Land Brandenburg, konkret dann daraus abgeleitet für die Euro-Region pro Europa Diadrina. Das würde dann so aussehen, dass wenn diese Programmbestätigung erfolgt ist, konkrete Projekte gefördert werden, mit einem Anteil von 75% aus den europäischen Fonds. Das sind ja die interessanten Fonds, 75%, die werden verwaltet durch Fondsverwalter im Land Brandenburg in Potsdam. Und 25% Komplementärfinanzierung durch Stadt, Land, Privatsponsor, Universität etc. Das heißt, wir müssen dann in irgendeiner Form diese 25% ergänzen für die Projekte, die wir initiieren. Da gibt es aber kein Mischungsverhältnis, das kann also 25% auch nur vom Land sein, also natürlich aus den Landesministerien. Es können aber auch Mittel der Stadt sein, es können aber auch Mittel sein, die aus der privaten Initiative, kommen. Das wäre der Bereich des operationellen Programms auf der deutschen Seite. Gleichzeitig wollen wir so verfahren, und das war ja der Sinn, dass wir die polnische Seite mit einem Bund in der Erarbeitung des operationellen Programms, dass auf der polnischen Seite die Fahrmittel entsprechend vorbereitet werden. Dieses ITARI-2-Programm, das heißt die Mittel, die zur Verfügung gestellt werden, werden ja nur für die deutsche Seite zur Verfügung gestellt, die Fahrmittel auf der polnischen Seite. Aber hier muss es über die Zentralregierung noch entsprechende Regelungen geben, wie verfahren wird.
denn es müsste ja, wenn es ein gemeinsames Projekt sein soll, auch auf der polnischen Seite entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt werden. Ähnlich im Verhältnis wie auf der deutschen Seite. Sodass dann aus diesem Bahnhof Fahrt von Direkt 2 und die entsprechende Komplementärfinanzierung so ein schönes gemeinsames Projekt finanziert wird. Und das wäre noch abzuklären auf der polnischen Seite, damit wir auch sagen, oder wenn es dann notwendig ist, noch etwas zu sagen. Fakt ist jedenfalls, und das sollte man auch erwähnen, dass wir, obwohl doch später gegründet als andere Region, am weitesten fortgeschritten sind, dass wir als einzige Region ein operationelles Programm verabschiedet haben mit polnischer Beteiligung. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und das ist auch von Seiten der Landesregierung heute hier nochmal so dargelegt worden. Und das bringt uns oder versetzt uns in die Lage, hier auch ein einiges Modellcharakter zu haben, denn zum Beispiel die Eurobona, der ist daran interessiert, auf Grundlage dieses operationellen Programms bestimmte Arbeiten fortzusetzen und sagen jetzt mal aus dieser Arbeit zu profitieren. Insofern freuen wir uns auch, dass bis Ende Oktober eine Bestätigung erfolgen soll dann von der Landesregierung. Und damit wäre dann dieses Material ausreif, um das mal so zu formulieren. Ja, das sind von mir zunächst einige Ausführungen. Ich sage es mal, das Wichtigste war, dass wir heute mit der vorbereiteten Beschlusslage dieses Programm verabschieden konnten. Das sind alles Vorarbeiten, Handlungs- und Entwicklungskonzept, operationelles Programm. Und wenn die bestehen, aber dann geht es an die richtigen Projekte an, weil dann auch die Mittel zur Verfügung stehen. Vielleicht darf ich noch was zu den Mitteln sagen. Da müsste mich Herr Weiler oder Frau Weiler nur korrigieren, wenn ich das nicht richtig tue. Es stehen wohl insgesamt 150 Millionen EQ für die polnische Grenze zur Verfügung. Insgesamt? Für Deutschland. Für die deutsch-polnische Grenze für 94 bis 99. Also 150 Millionen EQ, deutsch-polnische Grenze 94 bis 99. Brandenburg erhält vorbehaltlich möglicher Teilveränderungen ca. 103,4 Millionen EQ. Brandenburg 103,4 Millionen. Das hängt zusammen mit der Einwohnersituation, die aber nicht berücksichtigt wurde, auch mit Einwohner, die also noch im nahen Grenzraum Berlin mit Brandenburg mitgezählt wurden, deshalb doch einen relativ hohen Anteil. Das sind also rund 200 Millionen D-Mark für Brandenburg. Und das würde bedeuten, dass, wenn man das nochmal pro Jahr aufrechnet, rund 50 Millionen D-Mark pro Jahr zur Verfügung stehen, dann das Jahr 94 ist ja im Wesentlichen schon abgelaufen. Also das heißt, 95 könnten hier die ersten Mittel fließen. Und davon dann rechnen von 95, 96, 97, 98, also 4 Jahre, wo Mittel fließen könnten. Und für uns noch Euro-Region würde das bedeuten, nach den entsprechenden Kopfberechnungen ca. 12 Millionen D-Mark. Das heißt für die Euro-Region 12, so hat das Herr Rübe auch vorhin nochmal nachgerechnet, wären das ca. Wir geben das immer ca. 12 Millionen D-Mark, die zur Verfügung stehen würden. Und aus diesem Fonds könnte man dann entsprechend schöpfen. 12 Millionen pro Jahr. Pro Jahr. Pro Jahr. Nee. 50 Millionen gehen wir uns pro Jahr Brandenburg und dann müssen wir das umrechnen auf die Einwohnerzahl. Ich habe das jetzt schon umgerechnet in D-Mark. Wenn 50 Millionen D-Mark für Brandenburg zur Verfügung stehen, müsste man nochmal schauen. Euro Union vor und verlieren wir das hier nur einen Tag. Teile ich den auch im nördlichen Bereich, teile ich den auch im nördlichen Bereich. 8,8 Millionen. 16. Ja, gut. Das ist aber die positive Hochrechnung, sage ich jetzt mal. Ja, also er hat jetzt schon ca. 15 Millionen drin, deshalb war ich halt, also sagen wir mal 12 bis 15 Millionen. Okay. 12 bis 15 Millionen D-Mark pro Jahr. Das sind jetzt 5 Prozent. Ja, pro Jahr. Jetzt sagen wir, jetzt rechne ich für die 4 Jahre. Ja, weil ich jetzt sage, 94 kann ja nichts mehr fließen, das heißt 95, 96, 97, 98 wäre jetzt dieser Ansatz. Also wenn man jetzt nicht so kommt, also wenn man redet, dass also 60 Millionen Mark ist für die Euro-Union für den Zeitraum. Das kann man auch. Okay. Ja, aber noch, gibt es noch was zu ergänzen? Ja, wir haben natürlich auch die Arbeit des Projektmanagement vorgestellt und auch, wie wir uns vorstellen, zukünftig die eingehenden Projekte zu lehren und dann auf den Weg zu bringen. Vielleicht ist es auch noch wichtig, doch zu unterstreichen, dass dieses operationelle Programm
ersten Mal dann auch die Chance hat, für zwei Haushaltslinien als ein Programm bestätigt zu werden. Wir haben jetzt die meisten Informationen, dass auch die Farm Cross-Border Corporation zum 1. November in Brüssel beantragen werden müssen. Und ich glaube und habe die Hoffnung, dass unser Prozessprogramm, der jetzt wirklich deutsch-polnisch vorliegt, dann von der polnischen Landesregierung aufgenommen wird, als Grundlage für die Beantragung dieser Mittel in Brüssel. Dazu finden morgen auch die ersten Gespräche des Bundeswirtschaftsministeriums statt, die bereits sehr großes Interesse an unserer die polnisch vorliegenden OP bekundet haben. Ich habe mal eine Frage zu diesen 150 Millionen EQ für die deutsch-polnische Grenze. Das ist jetzt Interreg 2 plus Nein, nur Interreg. Ja, es ist für die deutsch-polnische Grenze. Das heißt, es ist nur das Geld, was für die deutsche Seite und die deutsch-polnische Grenze zur Verfügung steht. Dann ist das der Aufwirkung der Schwellmann im Satz integriert. Das wäre natürlich ein interessantes Wort, das vielleicht im politischen Moment vor. Die Frage, die immer gestellt wird. Ja, also ich sage es mal im Drei-Stufen-Programm. Zum Zeitpunkt des Interesse haben wir keine zweiten Projekte. Zurzeit liegen etwa 20 Projekte, die einen Abstimmungsprozess hatten zwischen Euroregion und Fachministerien der Landesregierung. Die sind jetzt strukturiert aufgearbeitet und werden, nachdem erste Koordinierungsgespräche mit Fachministerien durchgeführt wurden, jetzt in der Arbeitsgruppe Projektmanagement Projekt für Projekt durchgegangen, um möglichst ein Votum für die meisten dieser Projekte dann zu finden. Und das anschließend kann es im Rat vorgelegt werden. In welchen Projekten? Ja, zum Beispiel jetzt aktuell für Frankfurt auch das gewisse Teilprojekte des Treibungszentrums des Kapitalterminals. Fähre Güster Bisa Losa ist zum Beispiel auch mit hier aufgenommen. Das ist aber auch dieses Standortinformationssystem mit einem Projekt. Dieses Steuerinformationssystem, also eine Datenbank, welche gemeinsam mit der Frankfurter Universität erarbeitet werden soll, deutsch-polnisch, ist sowohl geeignet, Unternehmen Partner zu vermitteln, aber auch geeignet, um die Region standardmäßig zu präsentieren und Interessenten an der Region die notwendigen Informationen mit der Region verteilen zu können. Dieses Projekt wird uns gemeinsam auch mit der TDW, der deutsch-polnischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft in Gorschow, bearbeitet. Also die Informationsbörse, Teile des Euro-Trading Funding Centers und der Bereich dieser Fähre, dieser Hose. Ein Projekt, wo jetzt auch schon eingetötet ist, ist zum Beispiel Begegnungssprache. Dass entlang der deutsch-polnischen Grenze Arbeitsgemeinschaften aufgebaut werden, für Deutsch und Polnisch, die dann auch immer abwechselnd Begegnungen auf der einen oder anderen Seite machen, wird zurzeit vorfinanziert durch die Landesregierung, durch das Bundesministerium und ist dann Absicht, das steht in unserer Liste drin, über Interreg Fahrt zu übernehmen. Sind das diese Schulprojekte schon laufen oder? Nein, das sind jetzt Arbeitsgemeinschaften. Mhm. Schulprojekt ist ein weiteres Projekt, fällt natürlich auch eine Unterstützung durch Interreg aus. Entschuldigung, ich diese Sprachgeschichte, das heißt, erstmal Arbeitsgemeinschaften mit muttersprachlichen Lehrern auf beiden Seiten. Und die Gruppen, die also die Deutsch, die Polnisch lernen und die Polen, die Deutsch lernen, sollen dann in gewissen Abständen zusammengebracht werden, einmal zur Begegnung und natürlich zur Erweiterung der Sprachkenntnisse. Wie viel sind Projekte? Das sind 16 Arbeitsgemeinschaften. Gibt es schon Bewerber? Noch habe ich die Mittel nicht auf dem Tisch und das wird dann auch unter der Wiederführung des RH, der Regelmann, auch Arbeitsstellen für andere Fragen durchgeführt werden. Frau Schramm, du wirst damit so brauchen, ich bin hier Frankfurt unter. Das wäre von Seiten eine Ergänzung zu dem, was wir bis jetzt aufgegeben haben. Wir haben mit dem politischen Projektor. Że cieszę się bardzo, że nastąpiło to uzgodnienie tego programu operacyjnego. Ich freue mich, dass wir heute das Operationsprogramm angenommen haben. I kilkanaście spotkań, które się odbyło w grupie roboczej wspólnej polsko-niemieckiej, przyniosło jakiś owoc. Und dass auch die Arbeitskräfte, die im Vorfeld stattgefunden haben, dass sich dadurch Znaczy, że to jest tym bardziej cenne,
że stworzyło nie to, że ten program jest stworzony w oparciu o biuro konsultingowe, tylko o zespół ludzi, którzy współpracowali bezpośrednio tutaj z samorządami, poza to po stronie polskiej i niemieckiej. Das ist wichtig, dass dieses Operationsprogramm nicht durch irgendwelche Consulting-Funktionen erarbeitet wurden, sondern von Leuten, die jetzt direkt sich auch mit dieser Problematik befassen, von Leuten aus den deutschen und polnischen Grenzgemeinden. Jest to spojrzenie autorskie, samorządowe, komunalne. Also es werden auch die Meinung und die Gedanken der Gemeinde dazu berücksichtigt. I druga sprawa, która jest tu istotna, to nie do końca tej polska strona jest tak usatysfakcjonowana jak strona niemiecka. Wobei die polnische Seite ist vielleicht nicht ganz so zufrieden wie die deutsche Seite. Ponieważ nie ma tu układu symetrycznego, który oczywiście ten istnienie tego układu jest niezależne od nas. Denn wir sind jetzt noch nicht so, es besteht noch nicht diese Symmetrie, wie es jetzt hier auf der deutschen Seite besteht. W ramach programu Interreg war strona polska nie może być finansowana. Denn die polnische Seite kann ja nicht aus dem Programm Interreg 2 mitfinanziert werden. Środki pozostają w granicach Unii Europejskiej. Denn diese Mittel sind ja nur innerhalb der Europäischen Union vorgesehen. Ale istnienie tego programu operacyjnego daje szansę polskiej tej stronie, polskiej części regionu na działania w kierunku rządu w Warszawie do uruchomienia środków funduszu trwale. Ale die Annahme dieses operationellen Programmes ermöglicht auch der deutschen Seite, der polnischen Seite auch Einfluss zu nehmen auf die polnische Regierung, dass dann auch für die polnische Seite dieser Euro-Region Mittel aus dem Programm gestellt werden. To jest bardzo skomplikowana procedura. Sama procedura między Brukselą a Warszawą jest bardzo skomplikowana. Wobec tego rząd warszawski kieruje środki przede wszystkim na rejony bardziej zagrożone niż tutaj tereny zachodniej Polski. Und die Regierung in Warschau setzt auch die Mittel mehr für andere gefährdete Regionen ein und nicht so sehr für die polnische Westen. I jest jeszcze jedna interesująca informacja, którą przedstawiłem również w zadnim punkcie posiedzenia dzisiejszej Rady. Czyli 9 września odbyła się w Lubiewicach koło Gorzowa narada na temat funkcjonowania regionu w Polsce. Am 9 sierpnia fand in Lubiewice bei Gorzów eine Beratung zur Arbeit der Euroregion in Polen statt. Narada organizowana przez ministra, szefa Urzędu Rady Ministrów, pana Michała Stronka. Diese Beratung wurde vom Chef des Amtes Ministerrates, Herrn Michał Stronk, organisiert. I bezpośrednio organizowana przez Departament Współpracy Transgranicznej Urzędu Rady Ministrów. Direkt vorbereitet wurde sie durch die Abteilung Internationale Zusammenarbeit im Ministerrat. Mam powiedzieć, że bardzo jedno istotne zdanie zostało powiedziane w imieniu rządu polskiego, że rząd polski popiera funkcjonowanie regionów. I bardzo pozytywnie ocenia działania, szczególnie regionu Borowa-Wiedeina. I zapewnił o pewnej pomocy dla działań gmin po stronie polskiej. Und die polnische Regierung hat auch ihre Unterstützung erklärt für die polnischen Gemeinden in der Euroregion. Jest to w zasadzie pierwsze takie stwierdzenie oficjalne popierające funkcjonowanie Euroregionu. Das ist eigentlich eine erste offizielle Unterstützung für die Euroregion von Seiten der polnischen Regierung. Jest to bardzo pozytywne oddźwięk, uważam, i to jest właśnie tutaj dużym uznaniem dla tych osób, które stworzyły ten program i to, co w tej chwili region stworzył jako ostatni, które są założone na tej granicy. Und das ist eine sehr positive Äußerung und bedeutet auch die Anerkennung für die Arbeit der Euroregion und für die Arbeit der Menschen, die jetzt dieses operationelle Programm geschaffen haben, obwohl unsere Euroregion als eine der letzten mit entstanden ist. Ja, ich muss mal Fortschritt haben, wir,
Präsidentin Bordova nach Istanbul-Wiesburg und Präsidenta eurer Region. Czyli ja nie kandydowałem na stanowisko prezydenta Gorzowa w drugiej kadencji? I ja jestem reprezentantem Związku Gmin Gorzowskich, w której Gorzów jest jednym z członków. Ich bin hier als Vertreter des Verbandes der Gorzower Gemeinden. Zu diesem Verband gehört auch die Stadt Gorzów. Jestem Rady Miasta Gorzowa i wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej. Ich bin Abgeordneter der Gorzower Stadtverordnetenversammlung und stellvertretender Vorsitzender dieser Stadtverordnetenversammlung. I ja sądzę, że ta sytuacja, jaka powstała, może być bardziej korzystna dla mojej pracy jako w regionie niż poprzednio. Und ich denke, dass diese Konstellation, die jetzt entstanden ist, vielleicht günstiger ist für meine Arbeit in der Euroregion als die vorherige Situation. Z uwagi na możliwości czasowe. Und gerade mit Blick auf die zeitlichen Möglichkeiten. Vorsitzende aus. Wenn Sie den Parteien, die Wahl gewonnen haben, jetzt auch die Mehrheit im Parlament haben, ob es von denen auch getragen wird. Dann möchte ich jetzt Pytanie, większość w Radzie też popiera działalność Eurolegii, te partie, które wygrały wybory, czy one też popierają? Do tego nie ma żadnej wątpliwości, nie ma żadnej... Co do filozofii tej współpracy miasta Gorzowa w regionie ze stroną niemiecką, nie ma żadnych wątpliwości, ze strony żadnej, żadnego klubu rady. Trzeba powiedzieć, że układ zarządzania miastem Gorzowa jest bardziej skomplikowany niż się wydaje. Klub radnych Centrum Prawicowy, którego jestem przewodniczącym. Ma również udział w zarządzie miasta. Vielleicht kann ich, weil ich Material gerade noch bekommen habe, noch eines zu den Projekten sagen, weil das ja das Thema wichtig ist. Wir hatten also die BTTC Sache angesprochen, die Fähre von Düsseldorf nach Gotztowice. Da gab es mal eine Fähre, GOZDOWICE, Gotztowice. Düsseldorf-Iserlose, ganz bekannter Ort. Büste-Bisa-Lose, da gab es früher mal eine Fähre und da sollte also eine Fähre einberichtet werden, für eine Motorfähre mit bis zu 10 Pkw. Das heißt, da soll also einmal die touristische Komponente betrachtet werden, auf der anderen Seite aber auch die Beziehung einfach der Orte in der Nähe der Region. Denn ein wesentlicher Bestandteil dieses Projekts insgesamt soll ja auch die Förderung der Kommunikation sein. Da zählt unter anderem auch dieses Sprachprojekt dazu, was vorhin genannt wurde. Dann gibt es ein weiteres Projekt, das nennt sich Grundlagen für einen unverwechselbaren ökologisch orientierten Fremdenverkehr. Das hatten wir auch schon mal angesprochen, dass wir versuchen wollen, sowohl auf der deutschen als auch auf der polnischen Seite ein Fremdenverkehrsprojekt zu initiieren. Hier wäre die Euroregion der Träger bzw. ein beauftragtes Unternehmen. Und es geht dabei insbesondere um die Erarbeitung von Konzepten, die dann letztendlich auch in Projekte umgewünscht werden, um diese Maßnahmen zu entwickeln. Das Projekt soll also auch aus Einzelmaßnahmen bestehen, der deutsch-polnischen Tourismusgemeinschaft, da gibt es ja die entsprechenden organisatorischen Voraussetzungen, soll diese Fremdenverkehrskonzeption im Rahmen dieses Projekts erarbeitet werden und insofern wäre also dann aus dieser Erarbeitung eines Konzepts auch wieder die konkrete Umsetzung danach möglich. Das heißt, dieses Projekt soll dann Ideen entwickeln, Vorstellungen schaffen, wie man sich so einen Fremdenverkehr in der Euroregion vorstellen kann. Sowohl aus Deutschland, auf deutscher als auch auf polnischer Seite. Ein weiteres Projekt wäre die Katastrophenproblematik, das heißt ein grenzüberschreitendes Umwelt- und Katastrophenschutzprojekt im Bereich der Landkreise Nagisch Oderland in der Woiwodschaft Gorzów. Da wären auch diese beiden Kreise, Nagisch Oderland und Gorzów, der Träger.
Da geht es insbesondere darum, eine Analyse vorzunehmen der Gefahrenschwerpunkte und gleichzeitig dann Möglichkeiten aufzeigen, wie man also gemeinsam handelt bei entsprechenden Katastrophensituationen, sowohl auf der deutschen als auch auf der polnischen Seite. Wir sind ja dabei, glaube ich, angetan, darauf zu orientieren, dass die polnische Seite über das Fahrprogramm sich beteiligt. Das heißt, dass unsere Mittel zur Verfügung gestellt werden für dieses gemeinsame Projekt, das ja beide Seiten Vorteile haben soll. Aber, und schon richtig der Hinweis, natürlich die polnische Seite über die Fahrmittel und über die dann Komplementärmittel des Landes Polen entsprechend ergänzen muss. Das ist notwendig. Also nur einseitig ist natürlich kaum realisiert. Ja, kann man das dann ein Beispiel mal transparent machen. Ein Ausbildungsprojekt zählt vor, insbesondere in den Bereichen der Restauration in Polen ein solches Projekt zu initiieren, in dem Unterbewusstsein, dass es gerade diesen Gebieten sehr gute Experten in Polen gibt und dieses Potenzial dann auch für Deutsche nutzbar zu machen. Und dass im Umfeld dieser Ausbildungsmaßnahmen auch ein konkretes Objekt, welches im gemeinsamen Interesse steht, schrittweise mit rekonstruiert wird. Aber kann man davon ausgehen, dass in Polen über Fahr einen gleich großen Betrag bekommt wie Namen durch Deutschland? Zurzeit sieht es aus, dass er größer ist. Zurzeit steht jährlich in Polen 45 Millionen Euro zur Verfügung. Und das ist zwar jetzt ein Gespräch, die Gesamtzulage für die Nachbarstaaten aus Europa soll am nächsten Jahr 100 Millionen IQ sein, jetzt waren es ja 150 Millionen, aber das wird noch diskutiert und wir sind natürlich dafür, dass da eine Diskussion zur Verfügung gestellt wird. Wobei man natürlich fraglich ist, ob Polen nicht, wie er sich andeutet, lieber in seine eigenen Ostregionen geht, weil das wirtschaftliche Gefälle ja weitaus größer ist. Also wenn man vom Westen Polen aus, wo ein auch großes wirtschaftliches Gefälle ist, und weil ja auch die Wiese, der Herr Strack sagte, sie dort mit den dortigen Euro-Regionen weniger Schwierigkeiten haben, einfach weil also beispielsweise zu Weißrussland oder das wirtschaftliche Gefälle nicht so groß ist, weil dann eine schnellere Zusammenarbeit ist. Und das ist wahrscheinlich nicht gestoppt. Nee, das hat der Herr Strack gesagt, das hat eindeutig gesagt, dass also weniger Schwierigkeiten haben, die Euro-Regionen in den Ostgebieten, weil dort die wirtschaftlichen Unterschiede so groß sind. Also das ist, also da müsst ihr die Dörner schon völlig falsch spielen. Ja. Aber die Position ist auch noch ein bisschen... War nicht von Euro-Regionen da in der... War nicht von Euro-Regionen im Ostgebiet die Rede, sondern dass da lieber ihr Geld in Dinge in die reine Ostregion schicken, die wirtschaftlich noch nicht so entwickelt sind, als in die Euro-Regionen, also in die Westregionen, aber nicht mit Euro-Regionen im Osten. Das war schon... Es ging ja nicht mehr so, wie die Euro-Region an den Polen beteiligt. Aber Polen hat keine Euro-Region. Also, wie gesagt, das war der Terminus, den sind ja auch polnisch benutzt worden. Also, welche verschiedene polnische Länder und Euro-Region. Meine Grenzzusammenarbeit zwischen der polnischen Grenze und dem Weißrussland. Also, gut, das ist ja rübergekommen, dass die polnische Seite ja schon einige der Ostgebiete sehen möchte. Weil wirklich in der Tat das Wirtschaftsgefälle dort anders ist. Aber umso stärker ist es natürlich notwendig, dass wir die Aktivitäten auch mit uns unterstützen.